Hello, we are from Bible Way Lifestyle Ministry. My name is Melbourne Lane. Hallo, wir kommen von Bible Way Lifestyle Ministry. Mein Name ist Priscilla Leng. Since 2018, we have been organizing health camps. Seit dem Jahr 2018 haben wir Gesundheitscamps organisiert. Because God says, weil Gott sagt, forsake not the assembly. Verlasst nicht die Versammlung. God says, press together, press together. Gott sagt, rückt zusammen, rückt zusammen. Throughout the years, we have been inviting different health speakers. Über die Jahre hinweg haben wir unterschiedliche Gesundheitssprecher eingeladen. Mamon Wilson. Barbara O'Neill. Thomas Jackson and Laverne Jackson. And a few others. Und noch weitere. This year we are inviting Barbara O'Neill again. Auch dieses Jahr werden wir wiederum Barbara O'Neill einladen. Zebulon Wilson, Aaron Tenario. My wife and I will read there as well, of course. Meine Frau und ich werden natürlich auch vor Ort sein. But we also have a special guest. Aber wir haben auch einen ganz besonderen Gast. An artist, a blind artist by the name of Neville Peter. Wir haben einen besonderen Gast eingeladen, ein blinder Musiker namens Neville Peters. He'll be singing for us and will be encouraging us during this health camp meeting. Er wird für uns singen und während dem Gesundheitscamp seine Botschaften durch Gesang uns dienen lassen. This year's health camp is very interesting. Das Gesundheitscamp von diesem Jahr wird interessant werden. You will learn lessons on how to deal with health conditions of our children. Es geht um Kinderkrankheiten und was man dagegen tun kann mit natürlichen Heilmitteln. We are going to focus on the family's health. Für dieses Jahr fokussieren wir uns auf die Gesundheit der Familie. Specifically children's. Und ganz spezifisch der Kinder. Viele Mütter fühlen sich einsam und alleingelassen und sind verzweifelt, wenn ihre Kinder krank sind. Und viele haben uns über die Jahre hinweg angeschrieben und gefragt, was kann ich tun? Mein Kind hat Fieber. Was kann ich tun? Mein Kind hat gerade eine Grippe. Was kann ich tun? Mein Kind hat eine rote Wange, weil es Zähne bekommt und so weiter. Die Fragen häufen sich. Und wir möchten in diesem Gesundheitscamp genau auf solche praktischen Fragen eingehen. Wir möchten, so wie es der Geist der Weissagung uns rät, zusammenrücken. Es heißt, rückt zusammen, rückt zusammen, rückt zusammen und fördert die Einheit unter den Geschwistern. Denn in der Gemeinschaft liegt die Stärke. When we say children, we are not only referring to the small one. We are also referring to the children who are already in their teens and so on. Bei Kindern geht es nicht nur um kleine Kinder, sondern auch um Teenager und Ältere. How do we help them when they are sick and especially in the setting of the time of crisis? Wie helfen wir ihnen, wenn sie krank sind, besonders dann, wenn die Krisenzeit begonnen hat? Sister Barbara O'Neill has a lot of experience about this. Schwester Barbara O'Neill hat viel Erfahrung darin geschöpft. She has many children. Sie hat selber viele Kinder. She raised them in the tropics in Australia. Sie hat sie in den Tropen Australiens großgezogen. She has many stories containing practical lessons. Sie hat viele Geschichten mit praktischen Lektionen zu teilen. And you will be blessed by that. Und ihr werdet dadurch gesegnet. Barbara O'Neill is the right person to teach us how to deal with different health conditions of the children. Barbara O'Neill ist die rechte Person, wenn es darum geht, Gesundheitsprobleme von Kindern anzugehen. We also have children and they also got sick sometimes.
Wir haben auch Kinder und sie sind auch einmal krank geworden. We have experience applying all of the natural remedies to restore their health back. Wir haben Erfahrungen gesammelt im Bereich der Naturheilmittel, um ihre Gesundheit wiederherzustellen. And praise God, we saw how effective they are. Und gepriesen sei Gott, wir durften sehen, wie effektiv diese einfachen Heilmittel gewirkt haben. I'm sure you want to know all these things. Und ich bin mir sicher, dass ihr all diese Dinge wissen wollt. I'm sure you have a lot of questions. And yes, during the health camp, we will provide you the answer the best we can. Ich bin mir sicher, dass ihr viele Fragen habt und wir werden während dem Gesundheitscamp unser Bestes tun, euch Antworten darauf zu geben. It is written in the spirit of prophecy that one day our civil liberty will be at risk. It will be challenged. Es steht im Geist der Weissagung geschrieben, dass eines Tages unsere staatliche Freiheit eingeschränkt werden wird. And we are counseled to go and learn medical missionaries skills. Und es ist uns klar geraten, dass wir die gesundheitsmissionarische Arbeit erlernen sollen. That we will be intelligent in the course, in the cure and prevention of the disease. Dass wir uns Wissen aneignen in Bezug auf die Ursache, Vorbeugung und Heilung von Krankheiten. Because there will be many, many sick people, not only within our rank, but also outside. Denn es gibt sehr viele kranke Menschen, nicht nur in unseren eigenen Kreisen, sondern überall, wo wir hinblicken. And we are told that there will be many, many sick people and an opportunity to minister to those people. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, diesen kranken Menschen zu helfen. Now, during the time of peace, we need to learn these skills. Während der Zeit des Friedens müssen wir uns diese Informationen sammeln und diese Fähigkeiten aneignen. And during the health camp, that's the time where we will be learning skills, most effective skills. Und dazu ist das Gesundheitscamp gedacht, dass diese effektiven Fähigkeiten angeeignet werden. And people can exchange the ideas among themselves and with the speakers that we have invited. Und die Teilnehmer können Ideen untereinander austauschen und mit den Sprechern austauschen, die wir eingeladen haben. Because there are many health topics that will be covered. Denn es gibt viele Gesundheitsthemen, die besprochen werden. Dealing with diseases, serious, such as cancers and tumors. Wo es um ernsthafte Krankheiten geht, wie Krebs und Tumore. Allergies of different kinds. Unterschiedliche Allergien. And then we can learn how to manage these different health conditions using simple methods. So können wir lernen, wie, was man machen kann gegen diese unterschiedlichen Krankheiten und wie man dazu einfache Heilmittel anwendet. We invite questions from the participants. Während dem Gesundheitscamp wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen von den Teilnehmern. There will be an exchange between the participants and the presenters. Es wird also zu Dialogen kommen zwischen den Sprechern und den Teilnehmern. This question and answer session is the most important part of our health camp. Diese Frage-Antwort-Stunden sind die wichtigsten Teile unseres Gesundheitscamps. At times we spend up to 2 hours for this program. Wir verwenden teilweise bis zu 2 Stunden für Fragen. And many have enjoyed and have learned a lot from this program. Und viele haben sich daran gefreut und haben viel davon profitiert. Brothers and sisters, we are living in the end time. Brüder und Schwestern, wir leben in der Endzeit. We need these skills. Wir brauchen dieses Wissen. And we hope that
From this health camp, many will be inspired to respond to the important call and challenge. Und wir hoffen, dass durch dieses Gesundheitscamp viele inspiriert werden, diesem wichtigen Ruf und dieser Herausforderung zu folgen. And we, challenged by God, as Seventh-day Adventists, to become medical missionaries? Wurden wir denn von Gott nicht herausgefordert mit der Aufforderung, wir als Adventisten gesundheitsmissionarische Arbeit aufzunehmen? It is written in the spirit of prophecy. Es steht geschrieben im Geist der Weissagung. That every Seventh-day Adventist, young and old, dass jeder Siebenten-Tags-Adventist, jung oder alt, man or woman, Mann oder Frau, pastor or layman, Pastor oder Laie, should become medical missionary workers. Ein gesundheitsmissionarischer Arbeiter werden soll. Plan to come. Plant zu kommen. We invite you heartily. Wir laden dich herzlich ein. Bring your friends, bring your relatives. Bring deine Freunde und Verwandte mit. Those who are in the church and those who are not part of the church. Solche, die in der Gemeinde sind oder auch nicht von der Gemeinde. They will be blessed. Sie werden gesegnet sein. They will enjoy the fellowship. Und sie werden die Gemeinschaft genießen. They will enjoy the new things they will be learning about how to take care of the temple of God, our body. Sie werden sich freuen an den neuen Fertigkeiten, die sie lernen, sich um den Tempel Gottes, um ihren Leib zu kümmern. What about the youth and the children? Was ist mit den Jugendlichen und den Kindern? Yes, we also have programs for them. Ja, wir haben auch ein Jugendprogramm und ein Kinderprogramm. We welcome the youth and the children. Also die Jugendlichen und Kinder heißen wir herzlich willkommen. So parents, bring your children with you. Liebe Eltern, nehmt eure Kinder mit. We exercise every morning. Wir haben ein Bewegungsprogramm jeden Morgen. We serve delicious food. Wir servieren leckeres Essen. Children can play around. Kinder können spielen. And they will be watched after. Und Kinder werden betreut jeden Vormittag. People can go for walks. Es gibt Möglichkeiten für Spaziergänge. People can spend time exchanging ideas and making new friends. Und für Gemeinschaft, wo man Ideen austauschen kann und neue Freundschaften schließen kann. Everyone will be happy and learn something new. Jeder wird glücklich sein und etwas Neues lernen. We will be singing a lot. Wir werden viel singen. Beautiful songs. Schöne Lieder. And we will be hearing beautiful music. Und wir werden schöne Musik hören. Brothers and sisters, come and join us. Brüder und Schwestern, kommt und nehmt teil. Participate in this amazing health camp this year. Und nehmt an diesem wunderbaren Gesundheitscamp dieses Jahr teil. Come and join us from the 4th to the 11th of August 2024. Komm und nimm teil am Gesundheitscamp vom 4. bis zum 11. August 2024. For more information on how to register for this health camp, visit www.bibleway.de. Für mehr Informationen und zur Anmeldung zum Gesundheitscamp besucht www.bibleway.de. Rückt zusammen, rückt zusammen. Lasst Satan nicht seinen höllischen Schatten zwischen die Geschwister werfen. Drängt zusammen, in der Einigkeit liegt die Kraft.